Willkommen zurück bei Father and Son Play for Fun und heute mal nicht allein. Heute haben wir einen Trupp. Willkommen. Oh, hier Arthur Morgenhütchen auf, ne? Ja, schick gemacht. So, dann gucken wir mal, was liegt heute an. Ah nein, ich muss erst den Hund streicheln. Das darf ich nicht vergessen hier. Wo ist Heinrich? Da. So. Immer das Wichtigste zuerst, ne? So. Und jetzt gucken wir mal eben, was liegt heute an. Okay, Geschäft in Strawberry besucht, Tumbleweed, Halsband Picari gehäutet, Himbeeren gesammelt. Ja, Spieler in Free Room Events, das war ja nicht. Truppenrennen abgeschossen. Okay, also da kann man schon mal richtig was abstauben. Mein ungeliebter Kopfgeldjäger. Verfolgungspfeile benutzt. Gesuchten Steckbrief von New Hanover abgeliefert und Kopfgeld abgeschlossen, ohne einen Gegner oder Zielperson zu töten. Nicht so meins. So, Händler. Große Tierkadaver, mittelgroße Tierkadaver spenden und zwei Versorgungsmissionen. Bei Sammler brauchen wir Familienerbstücke, Fossilien und Gegenstände mit dem Spaten finden. Schwarzbrenner hat 2 Minuten lang mit der Band gespielt und Saloon. Oh, super. Können wir uns betrinken und interagieren? Und die Einrichtung geändert. Und beim Naturkundler 24 Stunden kein Tier töten. Betäubte Tiere geweckt. Und Tarntonika hergestellt oder benutzt. Ja, ich hau mir erstmal ein Tarntonikum rein hier. Habe ich die erste Hälfte schon fertig. Ja, dann ist die Frage, ob wir mal eben erst in die Schwarzbrennerei düsen. Ich die Einrichtung ändere und wir uns besaufen. So, wo ist denn hier das Ding denn hier? So. Jetzt weiß ich überhaupt nicht. Ich spiele ja selten im Trupp. Ziehe ich dich automatisch mit in die Schwarzbrennerei oder muss ich dich jetzt separat da rein dein einladen? Ach so, ja. Oder so. Oh, hier liegt schon mal nix. Also, bist du schon in der Nähe oder? Ah. Ah, okay. Ja, da sieht man mal, was ich für ein Profi bin, ne? Nämlich gar keiner. Okay, ich flitz mal kurz nach unten und lade dich dann mal ein in die gute Stube hier. So, quatscht mich auch schon der Franzose voll. So, in die Schwarzbrennerei einladen. Da bist du. Top, die Schwarzbrennerei betreten. Ich ändere mal eben schnell die Einrichtung hier. Und dann. So, Schwarzbrenner laden. Okay, then. Bardekor. Und das erste Gold im Sack. Jawohl. So, dann komme ich jetzt fix nach zum Saufen hier. Ja, bedien dich hier. Willkommen in meiner Bar. Ja, ist jetzt das einfache Dekor, ne? So, aber ich kann dich doch irgendwie hier bedienen. Das mache ich doch alles selten. Bar führen. Und Drink servieren. Und noch ein. Ja, das ist mal ein entspannter Start hier. So, Prost. Und nochmal. Und selbst einen reinfegen. Jawohl, Prost. Die erste gemeinsame Folge hier. Zack. So, ich habe die Lampe schon an, würde ich sagen. Aber ich hau mir mal noch einen rein. Wir müssen ja irgendwie besoffen sein.
Das Arthur-Morgenhütchen. Ja, da muss ich erstmal suchen. Das habe ich, glaube ich, noch gar nicht. Ah! Oh, kostet bestimmt auch massig Gold, oder? Ja, dann werde ich da doch mal hindüsen. So, kriegst nur einen. Jetzt selbst nur einen reinfegen, dann ist mein Kollege hier nämlich auch schon gut dabei. So. Ja, ja, bei mir ist schon hier Lampe aus. So, was an die Bar lehnen? Jetzt, Getränk nehmen? Ne, mit die interagieren muss ich doch irgendwie. Geht denn das? Ich will mich nicht an die Bar lehnen. Also ich kann schon nicht mehr richtig gucken hier. So, jetzt irgendwie. Oder muss ich dir eine fegen? Ja, so geht's. Und nochmal, oder? Anderen Spieler interagieren. Ach so, jetzt fehlt mir im Prinzip ein zweiter Spieler uns dann, ne? Ja. Ja, shit. Aber ich glaube, wenn wir rausgehen, glaube ich, und irgendwann wieder reinkommen, geht's, glaube ich, nochmal oder so, ne? Glaube ich, keine Ahnung. Die Profis unter uns werden es wissen, ich nicht. Aber dann haben wir ja schon mal die Hälfte geschafft. So, dann wasche ich mir vielleicht mal. Siehst du, wie er läuft, das Gesicht? Haben wir ein paar reingefegt hier. Oh, hier erstmal kalten Eimer. Ich glaube, Kaffee trinken geht ja auch, aber so. Nur das dauert mir zu lange. Ja, dann öffne ich doch draußen einfach mal eine Landkarte für irgendwelche Sammlerstücke, oder? Oh, erstmal raus hier. Wer dran pfeifen? Dann nehmen wir Fossilien, war das, glaube ich. Ich kann mir sowas nicht merken als alter Mann. Ne? So. Sammler. Genau, Familien-App-Stücke finden, Fossilien. Da fangen wir doch einfach mal mit an. Die finde ich nämlich auch scheiße. Und dann sehen wir ja nachher auch, wo die Madame ist. Fossilien, da ist es. Und ich glaube, du siehst das jetzt nicht. Das muss ich, glaube ich, extra markieren, ne? Ah, guck mal. Ja, so beschissen ist das ja gar nicht verteilt heute. Einmal hier und einmal in der Nähe vom Lager. So, Herr Schulze, komm ran hier. Oder wie die Knarre gewienert. Ja, das ist so. Wenn das hier alles nicht fluppt, dann... So, schon mal Betäubungsmunition in dieses Ding hier. Okay, dann siehst du das also auch. Die Frage ist, ob wir erst hier einmal... weiß ich nicht. Wollen wir jetzt erst hier unten, ist ja gerade eine Straßensperre. Wollen wir die erst abräumen? Ja, nee. Du bist Gast. Hau ich mir aber erstmal was zu essen rein hier. So. Ja, dann. Fegen wir die mal runter da. Ja, weil die Blaze kann ja maximal eine Stunde aufzeichnen, ne? Dann ist finito. Und du nimmst gar keine Videos auf, oder? Hier so ein bisschen immer, nicht immer, aber manchmal die Kamikaze-Nummer hier. Ich sterb ja auch oft genug. Sag mal. Ich stehe gleich in Flammen, wenn ich so weitermache. Man muss auch treffen, ne? Was ist eine Ampelmann hier? So. Ja, vielleicht haben die ja auch noch was Schönes dabei.
Ich glaube, das Arthur Morgan Outfit, das hole ich mir auch noch. Also, Tütchen finde ich ja super. Hast du die Story eigentlich auch komplett gespielt, oder? Oh. Ja, ich bin ja auch dabei, da ab und zu was aufzunehmen. Aber wenn du da gefühlt alles mitnehmen willst, da zieht sich ja wie Kaugummi. Die ist super gemacht, die Story. Also alles super. Ja, aber wenn du da alles mitnehmen willst, keine Ahnung. Also ich werde es ja sehen irgendwann mal, wie viele Stunden ich dann gebraucht habe. So, vielleicht gucken wir erst da hinten an diesen abgefackelten Hütten da. Ob wir da noch was finden. Hier liegt doch noch irgendwo einer. Nichts liegen lassen. Ja, auch meist so ein Querfeldeinreiter, ne? Schön aufs Maul legen. Immer unsachverständlich absteigen. Das Pferd leidet so oft hier. Gut wäre, wenn da jetzt so ein Grizzly. Oh nein! Jetzt wollte ich da in Ruhe gucken. Was ist da denn jetzt wieder? Da ist ein Versteck. Müssen wir ja wieder Leute umlegen. Sollte ich vielleicht besser mal eine Flinte nehmen, ne? Oh, jetzt hängt der Gaul hier fest. Und ich dachte, du hättest auch einen Kanal. Ich irgendwas verwechselt hier. So, weg mit dem Kerl. Die ganzen Pfeifen hier. Da habe ich wieder nie aufgepasst hier. So, den Anführer habe ich schon mal platt gemacht hier. Da habe ich. Weiß ich nicht, lässt du die leben oder so? Tagesformfrage, okay. So, weg mit dem Kerl hier. Ja, zu zweit ist das ja doch schon deutlich leichter, ne? Wo hänge ich denn? Ah, hier ist noch jemand. Was ist denn hier der Hampelmann? Da. So. So, hier liegt ein Geierei, würde ich behaupten. Jawohl. Oh, wir sollten irgendwie Himbeeren sammeln, aber das sind, glaube ich, Brombeeren, ne? Ja. Ja, muss ich in der nächsten Folge nochmal gucken, was so ein Arthur Morgan Outfit kostet hier. Sonst ist hier heute nichts, ne? Das ist schwach. Das ist ganz schwach. Doch. Hier hinten liegt noch eine Tarotkarte. Und? Ach, hier in dem Kamin ist auch noch was. Will ich ja doch nicht meckern. Aber das Arthur Morgan Ding kostet doch bestimmt irgendwie Gold und nicht Geld, oder? Ja, okay. Na gut. Was will man auch sonst damit machen? Ja, mittlerweile habe ich ja so viel, dass ich eigentlich gar nicht weiß, was, ne? Irgendwann weiß ich ja nicht mehr, was du damit machen sollst. Sag mal, wo ist denn mein Bock hier? So, jetzt aber.
Ah, ich glaube hier unten irgendwo. Da ist doch manchmal auch was zum Ausbuddeln. Aber heute nicht. Ich war eine Zeit lang viel mehr hinter den Mäntelchen her hier von den legendären Tieren. Ne? Na, ich zähl. Ja, ich habe da nicht immer Bock, die Missionen anzunehmen. Ich hoffe ja immer, dass die mir so über den Weg laufen. Ne? Wobei bei einigen das, glaube ich, nicht passiert. Ne? Muss man dann schon hin und dann. So, kann ich jetzt hier einfach runter oder sterbe ich dann? Ich hau mir mal rein. Ich bin. Ja, das habe ich hier im Halbdunkeln nicht so gut gesehen. Ja, sieht auch gut aus. So, wieder was futtern. Hier ein bisschen Großwildfleisch mit Ackerminze rein, fertig. Ja, ich hasse das, wenn das hier so auf verschiedenen Ebenen sein kann und was nie alle. Oh, ich liege hier unten sogar noch. Du machst aber auch einen Abflug, oder was? Ja, ich liege hier noch so. So, jetzt ist mal den Detektor raus hier. Wo ist denn der Mist? Schwimmen kann er auch nicht so gut. Oh. Super. Ja, das ist doch gut. Ja. Ja, ich habe hier meine eigene Leiche gefunden auf der anderen Seite. Wo ist denn der Quatsch hier? Keine Ahnung. Ah, hier unten wird schneller. Hier ist es. Tipptopp. So, dann gucken wir doch mal. Da würde ich sagen, reisen wir vielleicht mal einmal zum Lager zurück und gucken überhaupt, wie weit der Typ hier ist, unser Kompagnon. Und holen uns dann das hier, oder? So. Erster Mist gefunden. Für so einen Dollar. Aber bist du denn auch so Western-Fan oder so? Weiß ich nicht. Western-Filme, Hateful Eight, Django und so. Oh. Clint Eastwood. Für ein paar Dollar mehr. Habe ich mit meinen Kindern mal geguckt, wo die kleiner waren. Und jetzt kann ich auch sagen, ich sage den Namen nicht meiner Tochter. Ne? Dann war die so fasziniert, da habe ich ihr damals auch so einen Poncho gekauft, weil sie den so toll fand. Den Clint Eastwood hatte. Ja, die wird diesen Monat 20. Die hört solche Geschichten nicht mal gern. Sollte ja auch nicht peinlich sein. Ne? Hier nicht. Irgendwie zu viel ausplaudern. Ja. Oh, angehalten. Ja, dann klar. Dann wird er ja nie fertig. Dann können wir auch nichts spenden hier. Bist du auch schon wieder da oder habe ich jetzt gar nicht hier gesehen? Hier, wenn hier. Weil wir müssten tatsächlich erstmal Ware wegbringen und Geld verdienen. Kann ich auch mal eine Knarre putzen hier. Oh, sollte ich auch. Da hämmert einer um Controller rum. Ja. Oder was machst du? Top. Das finde ich mal gut.
Ja, ich kann ja erstmal hier auch die Knarren schön schick machen. So, steht denn hier irgendwie ein Viech noch in der Nähe rum, was ich mal eben. Nee. Aber gibt es hier nicht irgendwo Himbeeren? Ja klar. Hier. Kann ja schon mal eine Himbeere pflücken. Irgendwas Großes. Können wir schon mal wegballern. Oh, nicht getroffen. Katastrophe. Und das Pferd kommt immer noch nicht, oder? Letztens irgendwann gesehen. So eine Neuverfilmung von den glorreichen Sieben. Mit wem war das denn? Denzel Washington oder so? Das, ja, war gar nicht schlecht, muss ich ehrlich sagen. War ja nicht schlecht. Ja. War ein bisschen witzig irgendwie, weiß ich nicht. Da war irgendwas wie das verschwindende Ohr oder so, wo der eine das Ohr wegballert. Das fand ich eigentlich ganz gut. Und der Bösewicht, der wird, glaube ich, gesprochen von Peter Flechtner. Das ist ja auch so ein, ich finde, Top-Synchronsprecher, den hört man ja an jeder Ecke. Der Film war schon ganz witzig. Auf dem Weg bist du? Dadurch, dass wir im Trupp sind, solltest du eigentlich hier hinkommen. Habe ich die Hoffnung. Und die Hoffnung stirbt ja bekanntlich, ne? Zuletzt. Also ein Pferd sehe ich hier schon mal. Hat das keinen Namen? Aber den sehe ich gar nicht. Ah. Okay. Datenschutz. Ja, sonst konnte man das doch immer sehen, wenn irgendwie einer vor einem hergefegt ist oder so. Selbst auf der Fährte konntest du ja sehen, wie der Bock heißt, ne? There's another batch ready to go. Sure feels good. It wasn't easy. I've cut myself so many times, it's a Ja. miracle I got any blood left in me. Anyway, got a local buyer lined up, so should be an Oh, easy echt? run. Okay. Oha. Weil man da auch so viel mit anfangen kann, ne? So, und deswegen ist das hier meine Lieblingsgegend, weil das meiste ist hier um die Ecke. Ne? Wo hast du meist dein Lager? Ah, okay. Boah, die Gegend gefällt mir gar nicht. Ah, ja, okay, die Nerven. Ja, ich hab ja, bin ja meist allein unterwegs für die Videos, ne? Damit mich keiner stört. Hey,
Weil das war am Anfang, ich sag mal, wo ich irgendwo um die Level 50, 60 hatte, da haben mich so oft irgendwelche Leute da weggeballert. Ja, da waren auch eine Zeit lang echt so viele Schwachmaten unterwegs. Da denke ich auch, was soll das, ne? Lass die Leute da einfach in Ruhe. So, ich gebe hier alles, aber schneller fährt das Ding nicht. Ich weiß auch nicht, wenn ich die schweren Waren drauf habe, dann habe ich ein Pferd. Und wenn ich den Schwarzgebrannten wegfahre, habe ich zwei davor. Was soll das? Oder? Hier die schweren Fälle. Boah, am Anfang habe ich Wagen fahren. Das fand ich voll scheiße. Weil ich so oft das Ding zerlegt. Bis ich dann irgendwann geschnallt habe, ich kann hier auf Kinomodus umschalten, dann fährt das Ding ja von alleine. Sorgen wir hier. Ein paar weglöten hier. Wieder unsachverständig abgestiegen hier. So, wo sind die anderen Ampelmänner? Ah, da kommen sie sehr gut. Sag mal. Das artet ja schon in Stress aus hier. Da bin ich ja Flinten-Fan, ne? So auf die Kurzstrecke hier. Ach du meine Güte! Ich dachte, da ist nur noch einer oder so. Okay, also wenn man zu zweit ist, kommen auch noch mehr. Damit jeder was zu tun hat. So, jetzt aber. So, knete im Sack. So, ich krieg $500. Wie viel kriegst du mit? Das geht ja. Ich glaube 2000 oder so, ne? Ah, da höre ich Musik im Hintergrund. So. Wo haben wir denn? Jetzt sind wir doch schon fast in der Nähe von dem anderen Ding, ne? Holen wir uns erst das und dann das da unten eben, oder? Herr Schulze. Wann er wieder mal ein Pferd hier zerlegt. Aber hier tickt auch schon was. Das kann also noch gar nicht sein, oder? Also, oder ist das das schon? Nee, jetzt lässt es nach. Boah, das hasse ich ja auch, wie, ne?
Da war's doch schon. Mein Bock steht im Weg hier. Ja, jetzt geht's. Und Herrn Schulze mal wegschieben hier. So, dann suche ich immer das andere Ding hier. Ja gut, das ist ja ein Fossil, das muss ja irgendwo im Wasser sein, oder? Hier ist es, jawohl. Genau hier. Mein Gott, warum kommt mein Pferd nicht? Hat's geklappt? Boah, das hatte ich auch schon mal. Da wäre ich bald ausgeflippt. Ja, dann. Braucht sich mein Püppchen nur erstmal eine hier. Das war irgendwo hier. Ja. Was ein Shit. So, drei Sachen mit dem Spaten habe ich nämlich jetzt schon. Ja, fehlt mir nur noch das eine Fossil hier. Tja, dann. Wollen wir mal, oder? Hier hätte ich beinahe mal wieder mein Pferd zerlegt hier. Schon. Ja, ich reite ja gerne so querfeld ein, ne? Navigationsdaten sind überbewertet. Glaubt da nicht immer alles. So, jetzt muss ich aber erstmal gucken. Jetzt habe ich mir, glaube ich, schon fast verrannt. Nee, das passt schon so frei Schnauze, glaube ich. Navigationsdaten werden pauschal überbewertet. Mach ja beim Auto auch nicht immer, ne? Wer glaubt da schon immer dem, was die Karre sagt, oder? Sonst gar nichts, ne? Muss ich aber selbst erstmal eben gucken hier. Stimmt das, was das System sagt? Nein. Wir können doch hier auch außen rumreiten.
Ich will da nicht drüber. Muss auch hier rumgehen. Kommt da hinten nicht diese abgefackelte Stadt? Ist das nicht hier? Ja, ja, da, klar. Da und da liegt doch manchmal auch was. Ja klar, nur heute nicht, ne? Genau. Gar nichts. Was ist das denn? Das kann doch soweit nicht mehr sein hier. So, und jetzt ist er vermutlich hier an diesem alten Baum stumpf hier. Oder auch nicht. Hier noch schön nasse Füße holen. Sein. Ah, hier. Jetzt hoffe ich mal, dass das bei dir noch funktioniert hier. Ja, jetzt geht's, ne? Okay. So, was war das andere? Familienerbstücke oder so, ne? Ja. Komm mal, ich auch mal eine Karte auf hier. Gönn ich doch der Madame die Kohle. Wenn ich, jawohl, habe ich noch. So, okay. Blackwater müssen wir hin. In der Nähe von Rhodes und Valentine. Aber jetzt gucke ich erstmal, wo ist denn die Madame heute überhaupt? Bin ich blind? Wissen Sie? Ah! Hier in dem ekligen Sumpfgebiet, hier unten. Die Ecke mag ich auch nicht. Bah! Weil sollen wir erst eben eine Versorgungsmission machen oder so? Dann kann der Kompagnon hier weiter racken. Weil der hat gemeldet. Er hat gar nichts machen. Er hat keinen Bock mehr. So, und ich glaube, wenn ich ein Lager aufschlage, kannst du keins mehr aufschlagen, ne? Ich beeil mich hier. So. Ich will mal kurz gucken. Boah, wir zocken auch schon fast 40 Minuten, ne? Kommt mir gar nicht so vor. Das geht ja allein schon mal manchmal schneller um, aber zu zweit ist ja noch schlimmer. Da hämmert wieder einer auf dem Controller rum. Das kann ich hören. Ach. Ach, du hast die Schnellreise nicht? Ach so, und ich wo düst du denn dann hin? Ah, ja.
Halleluja! Ach so. Ja, stimmt, klar. Nee, also das Wildnislager fand ich ist schon eine clevere Anschaffung. Ach so. Ja, das stimmt. Also ich finde, am Anfang ist das ja wirklich, da denkt man, boah, meine Güte, ne? Da habe ich, weiß ich nicht, viel Kräuter verkauft und alles Mögliche an Viehzeug direkt immer an Schlachter oder so verhökert. Aber es ist dann so, irgendwann hast du so viel, dass du nicht mehr weißt, was du machen sollst, ne? Wenn ich jetzt aber eine Versorgungsmission starte, weiß ich, wirst du dann damit reingezogen? Nee, ne? Mach ich mal hier. Ja, er labert erstmal los hier. Kannst du das sehen, wo es hingehen soll? Genau. Ach, da bist du. Jetzt sehe ich dich auch. Bist du ja näher dran als ich. So. Aber gibt es da nicht irgendwie einen Trick, dass ich dich mitziehen kann oder so? Weiß ich gar nicht. Oh, jetzt ist hier ein Elch. Ein 3-Sterne-Elch. Und ich muss ihn ziehen lassen. Wie traurig, wie traurig. Brauche ich in der Story noch? Da brauchst du ja Fälle, das ist ja unglaublich, oder? Da kannst du dir einen Einkaufszettel schreiben, finde ich. Also das kann man sich doch gar nicht alles merken. Ich brauche jetzt in der Story so ein Pantherfell und das, mir läuft einfach kein 3-Sterne-Panther über den Weg, ne? Das war ja schon mit dem 3-Sterne-Puma so ein Theater. Den ich jetzt endlich habe. Was, du hast an Ehre verloren? Mord. Was hast du gemacht? Hast du denn auch so einen Beutel dann, oder ist das hier dann für jeden ein, oder? Ah, da, jetzt taucht er auf, ja. Mal schnell das Halstuch hier hochziehen, was mich keiner erkennt. Das war ja jetzt easy für mich, da hast du ja schon schön aufgeräumt. Jetzt habe ich gar nicht drauf geachtet, spielst du auf der 4er oder auf der 5er? Boah, ich hatte die 4 Pro, das hätte ich nicht aufnehmen können, da habe ich gedacht, der Lüfter hebt ab. Dann hier so Nebel aufkam oder so, ne? Boah, da habe ich gedacht, jetzt kackt sie ab. Jetzt brennt sie ab. Und aufgemacht und sauber und den ganzen, aber es hat nichts genutzt, ne? Und ich bin jetzt auch kein Bastler, also ich würde da keine neue Wärmeleitpaste kleben oder so, was meine ich. Brennt mir die ganze Hütte hier ab, weil ich an dem Ding gebastelt habe. Also, nee. Das meine ich.
Meine Güte hier. So. Der Bock ist top. Er ist ein bisschen klein, finde ich. Ne? Ich mag ja eher etwas größere Pferde. Aber von Stats her, der ist super. Das ist ein Mustang. Der ist echt top. Der hat volle Leben, volle Energie. Der ist wirklich super. Der ist relativ tiefenentspannt. Ne? Schmeißt mich dann auch mal ab, aber echt selten. Und ich glaube, den gab es mal im Angebot für $500. Und sonst kostet er, glaube ich, 950 oder so. Nice work. Ja, jetzt werden wir gelobt. Gute Arbeit, dann geht's ja. So, dann kann die Pfeife hier schon mal weiterarbeiten. Aber was ich ja auch ein bisschen schade finde, ist, dass es jetzt zu Halloween, das ist der gleiche Pass wie letztes Mal, ne? Ich kann keinen neuen kaufen. Ja, was soll das? Ich dachte, yippie, da gibt's was Neues. Guck drauf und sag, nee, kann ich gar nicht kaufen, habe ich schon. Ja, also der Bug hier in dem Stall, der war ja auch ewig, ne? Gehst du rein, bleibt die Scheiße hängen. Da habe ich auch, oder was soll das? Ja, aber langsam ist deiner ja auch nicht. So, jetzt kann ich mich das hier mal angucken hier. Nee, aber hier der kleine Herr Schulze, der ist schon nicht schlecht. So, mal füttern hier. So, dann ist jetzt die Frage. Ja gut, das ist ja alles mit normalen Schnellreiseposten zu regeln hier. Dann würde ich sagen, auf nach Valentine, oder? Oh, da wird's Fernglas genommen. Oh, hier ist aber noch ein Taschenvogel. Da sehe ich ja meist zu, dass ich Taschen voll habe, ne? Wenn da diese Aktion ist hier, 20 Stück in 10 Minuten. Immer schön viel Ratten dabei, dann geht's los, ne? Ja, das ist, dann bist du echt fix fertig. So, auf nach Valentine, oder? Denn in gut 10 Minuten ist die Stunde voll. Irre. Achso, nehme ich hier vielleicht mal. In Valentine bin ich ja... alleine ist das immer okay, finde ich. Aber wenn du hier... Manchmal ist ja hier Ballerei, nur Pfeifen unterwegs, oder? Boah. Also als Anfänger würde ich hier im Online-Modus mich nicht sehen lassen. Das nervt ja total. Ah, okay, ist hier wieder ein Motel. Boah, Katastrophe. Wollte ich damals hier wirklich als Online-Anfänger mal in Ruhe, weil... Ne, man kennt's halt aus der Story, Valentine, kennst du die aus den, ja, da gieß mal hin. Da waren nur Pfeifen. So, es ist wie immer in dem Hotel und es ist vermutlich wie immer in dem letzten Zimmer, in das ich gucke. Ja. Ah, nee, doch nicht, es ist unten. Okay. Glück gehabt. Nein, er soll ja nicht die Schubladen durchsuchen. Er soll die Bürste hier nehmen, so. So, es ist hier unten in 1B. Ja, sonst ist es ja meist in dem letzten Zimmer, in das man guckt. Ne?
Das ist immer, ich denke, na, diesmal gehst du zuerst nach oben, ne? Nein, unten. So, weiß ich nicht. Auf nach Rhodes und dann hier. Nächste Sammlerstück hier einsammeln. So, ich habe das Alter meines Figürchens angepasst auf mein Alter, ne? Und schon hat das ganz viel graue Haare gekriegt. Boah, fand ich, das war ja richtig frech. Mega frech fand ich das hier. So. Nee, Tatsache, wenn ich jetzt der Fährte deines Pferdes folge, kann ich nicht mehr lesen, wie es heißt. So, auf einer Rhodes für 2 Dollar hier. Ja, manchmal zieht sich das ja auch, ne? So, wo ist das denn da hinten irgendwo? Ah, da kann man auch mal eben kurz bei dem Hehler gucken. Manchmal liegt da ja auch noch eine Karte rum. Und Tatsache, da ist er. Es gibt ja auch diese andere Karte, glaube ich, im Netz, wo man gucken kann, wo überhaupt alles rumliegt, ne? Ja, die nehme ich nie. Habe ich immer das Gefühl, ich würde schummeln. Und bescheiße die Madame um ihr Geld. Das will ich ja auch nicht. So eine nette, oder? Könnte ich hier doch die Kohle. Müssen wir uns echt ranhalten. Tatsache, 53 Minuten. Ab 55 werde ich von der PlayStation angezählt. Ne? Hast du denn schon mal ein Video aufgenommen oder so? Aus Spaß? Ah, okay. Das ist so, ab 55 Minuten wirst du angezählt. Wird dir das immer oben eingeblendet? Das gleich finito ist. So, wo ist das denn hier in der Hütte? Ah, hier. Direkt auf der Schminkkommode. Hier in diesem Raum. Direkt auf der Kommode. Dann bleibt uns nur noch Blackwater. Ah, ich denke, das ist auch wieder in diesem Hotel. Im Saloon. Ja, ich werde mal versuchen, eine Schnellreise zu machen. Ja. Es geht auch. Boah, 5 Dollar. Für eine Handvoll Dollar komme ich dahin. Kann ich nur jedem empfehlen, den Film. Und jetzt genau, 55 Minuten, jetzt zählt die PlayStation runter. Ah. Hier ist aber, glaube ich, noch eine Dao-Karte. Oder auch nicht. Ich habe da irgendwas gehört. Ist mir da nur eingebildet. Steige ich da nicht aufs Pferd auf? So, ich suche dann hier schon mal in dem Saloon. Shit.
Ah, alles klar, ist hier oben. Ich hab's. So, das auch durch. So, und wir haben nur 4 Herausforderungen geschafft. Obwohl, ich könnte ja noch schnell ein Tantonikum nehmen hier dann. Habe ich schon mal 5. Bist du draußen? Ah, da bist du. Ich kann dein Pferd durchs dreckige Fenster sehen hier. Ich finde die Mucke ja gut, ne? Ich mag ja auch Country und so. So. Das ist ja hier der Valentine-Song, oder nicht? Aus der Story. Ja, ne? Es ist wohl wieder alle... Oh, mit Uncle und den Mädels da... mit dem Wagner Valentine fährt. Da singen die dieses unanständige Lied, ne? Ja, ja, der Song ist das, ja. Und welches Lied ich mir tatsächlich gekauft habe, ist, wo er mit Lenny da besoffen in Valentine ist. Das Lied A Quiet Time, das habe ich mir gekauft. Ja. Weil ich das so stark fand. Weil das, ich finde, einfach gute Laune macht. Also mir. So. Ja, wir müssen leider Schluss machen, weil es ist gleich Feierabend. Mehr kann die Playse nie aufnehmen. Ich hoffe, wir machen das nochmal wieder. Dann schreiben wir einfach nochmal. Aber dann würde ich sagen, machen wir jetzt hier Schluss mit der Folge. Und dann schreiben wir einfach nochmal, wenn wir das nochmal machen, oder? Und dann lade ich die später hoch. Dann kannst du die dir nochmal in Ruhe angucken. Dann sage ich vielen Dank für deinen Besuch. Bis zum nächsten Mal. Ja, und allen anderen auch. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Bei Father and Son. Play for fun.